Bremsen, für uns Motorradfahrer unumgänglich, ein wichtiges Thema, aber oft ein gefürchtetes Thema. Heute gibt es Infos, alles über das Bremsen mit dem Motorrad. Motorchecker.at, Peter mein Name, schön, dass ihr dabei seid. Wir starten durch und ich erkläre euch jetzt einige Dinge, die zum Bremsen oder die fürs Bremsen wichtig und notwendig sind. Ja, es stellt sich natürlich die Frage, hat mein Motorrad ABS? Hat es kein ABS? Also das sollte man schon einmal wissen, mit was ist mein Motorrad ausgestattet. Aber wir bleiben jetzt vorerst einmal bei ABS-Motorrädern, aber nach wie vor ist es Bremsen und ich mache ganz, ganz viele Trainings und immer wieder ist das so der Knackpunkt. Man merkt es dann einfach an den Gesichtern von den Teilnehmern, oh, Bremsen ist mit Bauchweh, geht mit Bauchweh in eins. Das ist immer ein bisschen schwierig. Natürlich ist es dann schon ein Thema, wenn ich sage, so, wir greifen jetzt volle Kanone in die Bremsen und fahren vorne volle Kanone drauf und holen das Maximum raus. Oh, da kommen dann schon die ein oder anderen Gedanken im Kopf. Ja, fliege ich da nicht von drüber? Habe ich da einen Überschlag? Wie funktioniert das? Kann ich dem System vertrauen? Und, und. Natürlich, all diese Fragen stellen sich beim Bremsen, aber auch zu Recht. Ich werde euch jetzt einiges vermitteln, was mir so alles einfällt, punkto Bremsen, was ich auch bei den ganzen Fahrtechnik-Trainings, die ich veranstalte oder abhandle, mit reinpacke, um einfach die Leute, die das trainieren, auch bestmöglichst im Bremsbereich oder die bestmögliche Bremsung rauszuholen für den jeweiligen Teilnehmer. Trotz allem ist es immer mit Bauchweh ein wenig verbunden, aber man braucht grundsätzlich nicht Bauchweh haben, wenn man auch das System oder die Technik versteht und auch richtig anwendet. Da möchte ich euch jetzt einfach ein paar Dinge zeigen, was da ganz wichtig ist und auf was man achten soll. Ja, klar ist natürlich schon, wenn man draußen unterwegs ist und eine Notbremsung will man nicht, die muss man machen, aber man hat natürlich andere Bremsungen auch, wie zum Beispiel zu einer Kreuzung bremsen oder wie auch immer einen normalen Bremsvorgang, da redet man ja nicht von einem Notbremshergang, also das ist schon ein Unterschied und ich glaube, über das normale Bremsen braucht man nicht wirklich diskutieren, es geht da schon natürlich um die Notbremsung. Die will man ja nicht haben, weil immer eine Notsituation ist immer gefährlich. Das heißt, es passiert irgendwas Unvorhergesehenes und ich muss eine Notbremsung einleiten. Da gibt es einfach ein paar Dinge und in Wahrheit ist es einfach unumgänglich, auch diese Dinge zu trainieren. Also ich kann euch da hier nur empfehlen, auf wirklich einem abgesperrten Areal. Es gibt genügend gut renommierte Firmen, die solche Trainings anbieten. Sollte ich das dann dementsprechend trainieren auf einem abgesperrten Areal, um natürlich mein Motorrad kennenzulernen und was macht mein Motorrad auch bei einer Notbremsung oder Vollbremsung, wie man es auch nennen kann. Ja, also wenn wir von einer Notbremsung reden, braucht man auf jeden Fall die Kupplung. Das heißt, Hindernis taucht auf, ich gehe voll in die Eisen und brauche auch immer die Kupplung dazu. Das heißt, wir ziehen die Kupplung. Ja, warum ist die Kupplung bei der Notbremsung so wichtig? Speziell jetzt geht man, taucht ein Hindernis auf, voll in die Eisen. Also ihr geht voll vorne und hinten rein und zieht nicht die Kupplung. Was wird passieren natürlich jetzt? Ich gehe voll in die Eisen. Es kann passieren, dass der Motor abstirbt und meine Helferchen, sprich wie ABS, ist weg. Das sollte mir auf keinen Fall passieren. Was aber ganz, ganz oft auch passiert, man schreckt sich oder man geht zu aggressiv auf die Bremse, sprich man zieht hier an, man zieht, das passiert, dreimal sagen von 10 Teilnehmern sicher 3 oder 4 passiert es, wo man wirklich auf die Vorderbremse geht und wenn man jetzt genau herzoomt, man zieht auf der Bremse und gleichzeitig zieht man am Gas. Passiert sehr oft. Aber das spielt keine Rolle, wenn ihr auf der Kupplung seid. Das spielt dann keine Rolle, wenn hier wirklich der Motor in Drehzahl geht. Wirklich scheißegal, ich sag's wie es ist, wenn ihr auf der Kupplung seid und hier das Motorrad in Drehzahl geht. Wichtig ist, wir brauchen Verzögerung. Sprich, schreckt euch nicht, wenn hier die Drehzahl raufgeht. Wichtig ist zu bremsen. Ihr habt eine Notsituation und es ist entscheidend, so früh wie möglich das Motorrad zum Stehen zu bringen, ohne Sturz. Und da ist es komplett egal, ob ihr Drehzahl oben ist oder nicht. Geht im Begrenzer, das tut dem Motorrad nichts für die kurze Zeit. Viel wichtiger ist, dass ihr diese Situation übersteht und wenn ihr nicht gekuppelt habt und hier gleichzeitig Gas gibt und bremst, denkt ihr über das Motorrad, was will er jetzt eigentlich? Gas geben oder bremsen? Es passt nicht zusammen, ich glaube, das ist klar. Und vor allem irritiert es extrem, aber trotz allem, wenn ihr kuppelt, ist es dann kein Problem. Und eben dieser eine Faktor, was ich vorher schon genannt habe, das Motorrad bleibt auch quasi
Also der Motor läuft weiter. Wo klarerweise auch Unterschiede sind, motorradtechnisch. Hier haben wir zum Beispiel die Yamaha Tenere 700. Ist natürlich ein Offroad-gängiges Bike. Man, nicht nur auf der Straße, aber es wird natürlich auch im Offroad-Bereich mehr genutzt. Und was haben wir dann natürlich? Mehr Federweg. Das ist natürlich klar, dass sich dieses Motorrad anders verhält wie zum Beispiel Supersportler auf der Vorderbremse. Unterschiedliches Motorrad, unterschiedliche Typen, Unterschiede beim Bremsen. All diese Dinge spielen ein wenig mit. Das hat natürlich auch bei der Bremsung an sich, muss ich das einmal probiert haben und sprich, muss ich auch einmal drauf kommen, okay, wie verhält sich mein Motorrad, wenn ich mal so richtig den Anker wirf und einmal da reinfahre. Das ist natürlich klar, wenn ich bei der Tenere, und ich habe es jetzt schon eine Zeit lang probiert heute, die bremst wirklich sehr, sehr gut, hat mega Bremsanlage drauf, muss man ganz ehrlich sagen. ABS ist natürlich klar, alles an Bord, funktioniert einwandfrei, verhält sich aber natürlich auch wie so ein Bike und nicht jetzt wie, keine Ahnung, ein Superbike oder wie gesagt, irgendein Crossoverbike. Das sind einfach Unterschiede da. Aber nichtsdestotrotz solltet ihr auch zu Beginn auch wiederum auf einem Gelände das ausprobieren, wie verhält sich mein Motorrad, wenn ich mal so richtig in die Eisen gehe. Also nicht nur normale Bremsungen, sondern wirklich auch mal bis in den Regelbereich. Regelbereich bremsen, da kommen wir jetzt gleich noch dazu. Eins soll noch dazu gesagt werden, ist natürlich auch immer abhängig Reifen und Co. Das ist natürlich immer so Unterschiede. Probiert es einfach ein bisschen aus, was ist stimmig für euch, was gibt der Hersteller her für die Bikes am Reifen. Heißt nicht immer, dass es das Beste ist, was vielleicht zu dem Bike passt. Das ist immer ein bisschen subjektiv. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also so richtig schlechte Bremsen, gibt es die überhaupt noch? Es ist natürlich alles subjektiv, wo setze ich das Bike ein, was brauche ich für Bremsanlagen. Grundsätzlich muss man schon sagen, all diese Bikes, die wir da hier testen, haben schon sehr gute Bremsanlagen. Da lässt sich natürlich immer ein bisschen streiten darüber, je nachdem, wo man es einsetzt. Wie ist der Druckpunkt da? Da geht natürlich, kann man ganz, ganz viel darüber reden. Kupplung haben wir schon, gehen wir zur Hinterbremse. Verzichten tun wir nicht, haben wir gesagt, weil es einfach trotzdem auch wichtig ist, je nach Bike eben unterschiedliche Bremsleistung bietet. Entscheidend ist, ihr habt immer, wir reden jetzt noch von ABS, sprich, wenn ihr ABS an Bord habt, will ich mir auch gar nicht viel Gedanken machen drüber, ich schenke es auch gar nicht her, das heißt, ich gehe auf die Hinterbremse volle Kanone drauf. Volle drauf, was ich an Druck bringen kann zum Fuß und den Rest gilt den Gedanken oder meinem Hauptfokus dann auf der Vorderbremse. Aber herschenken tue ich es nicht, ich brauche dann auch gar nicht mehr nachdenken drüber, ich gehe volle drauf, lasse es regeln und konzentriere mich voll auf die Vorderbremse. Wichtiger aber vorher, bevor ihr solche Dinge macht, probiert es, ist mein Tipp. Ich vertraue dem System nicht immer oder eigentlich gar nicht. Ihr habt eine Kontrolllampe, wo quasi nach dem Wegfahren das irgendwann erlischt. Und wenn das weg ist, dieses Licht, dann ist quasi das System aktiv. Ich persönlich vertraue keinem System nicht, weil es kann immer irgendwas Technisches passieren. Sprich, ich rolle einmal weg und dann gehe ich einmal einfach nur auf die Hinterbremse volle Kanone drauf, weil was soll ja sein? Dann habe ich entweder einen kurzen Blockierer oder es regelt. In der Regel, und das funktionierende System ist ja gut, es fällt eigentlich fast gar nicht aus, kann man sagen. Ich kenne niemanden, wo das wirklich einmal ausfällt, dieses ABS. Dann kann ich einmal schauen, okay, das System regelt, passt, das ist alles aktiv und dann starte quasi meine Runde. Zurück zur Hinterbremse, volle Kanone drauf. Und ich brauche mich dann wirklich nicht mehr auf andere Dinge konzentrieren. Man spürt es ja eh durchs ABS, das Rädel fängt dann an so zu pulsieren. Ist bei gewissen Typen ein bisschen anders, bei manchen spürt man es schon fast gar nicht mehr. Ich finde es geiler, wenn man es spürt, sprich diese Intervalle zum Spüren sind. Dann weiß ich ja, okay, ich bin im Regelbereich. Ja, und wir kommen eben zur Vorderbremse und die Vorderbremse hat einfach doch schon die meiste Bremsleistung zur Verfügung, egal welches Bike, aber wir haben eh schon gesprochen, ist natürlich, kommt darauf an, ob ich Supersport, Chopper, Enduro, ist natürlich überall ein bisschen anders aufgeteilt, Vorderrad, Hinterbremse, aber trotz allem die Vorderbremse hat immer die meiste Bremsleistung zur Verfügung. Unterschiedlich fühlt sie sich natürlich an, bei der jetzt zu irgendeinem anderen Bike, ist auch, wir haben auch schon gesprochen drüber, fühlt sie einfach anders an, muss sie einfach auch ein bisschen antesten, und für sich oder mit seinem Motorrad ein bisschen so ja, das Feeling finden, wie fühlt sich das an, wenn einmal so die Tenere vorne so richtig in die Knie geht. Es gibt viele Bikes, die zum Beispiel auch schon so einen Anti-Dive-Modus haben und. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge. Das muss ich alles probieren. Und wie fühlt sich das Ganze an, wenn ich mal eine Notbremsung mache? Muss nicht immer Notbremsung sein, wenn ich das teste, aber man steigert sich dann immer mehr und geht immer mehr in diesen Bereich hin. Und wenn ihr Notbremsung braucht, wir haben ja jetzt mittlerweile, ich fahre ja doch schon einige Jahre und muss dazu sagen, ich bin sehr, sehr viel gefahren ohne ABS. Ich fahre eine Rennstrecke ganz viel ohne ABS. Also ich
fühle mich da bei beiden sehr wohl, aber der Riesenvorteil beim ABS oder bei Bikes mit ABS ist einfach, man schreckt sich und draußen dieser Schreckmoment ist einfach für uns Motorradfahrer ohne ABS sehr, sehr gefährlich, weil warum, was ist, man greift volle Kanone rein und wenn ich keine ABS habe, dann wird das Rad sofort blockieren. Insofern ist ein blockierendes Rad für uns Motorradfahrer halt schon ziemlich scheiße. Darum gibt es auch das ABS und diese Systeme funktionieren wirklich sehr, sehr gut und mittlerweile, es wird natürlich immer besser, die ersten Momenten oder die ersten ABS-Versuche oder Motorräder waren nur wirklich so ziemlich grobe Bremseingriffe oder Eingriffe des ABS und mittlerweile ist es so, dass man das von außen kaum mehr sieht, regelt so fein schon, dass man sagen muss, okay, hier ist quasi die Sicherheit schon ganz, ganz oben und wirklich die Systeme auch top, top. Und das ist eben der große Grund, man schreckt sich und greift volle Kanone rein. Und das muss ich aber auch mal üben, weil wer traut sich jetzt in der Vorderbremse so richtig mal fett reingreifen, so richtig abrupt reingreifen. Das braucht aber das ABS auch, weil wenn ich jetzt progressiv bremse, so wie man es kennt ohne ABS, dann muss ich progressiv bremsen und nicht degressiv, um das Rad sofort zum Blockieren zu bringen, sondern wirklich, man tastet sich an diesen Punkt ran. Dann bremst man am Schlupf. Und das ABS würde ja gar nicht in diesen Regelbereich kommen, sprich, es hat nichts zu tun. Und das ist immer ein bisschen gefährlich, den Unterschied. Jetzt mit ABS ist es gefährlich, unter Anführungszeichen. Jetzt ist es so, ihr schreckt euch, druckt es rein und zieht wirklich rein und bleibt volle auf der Bremse. Das ist eigentlich, dann lasse ich das ABS, sprich das Steuergerät, richtig regeln und die macht auch das bis zum Schluss. Hat auch einen Überschlags Sensor oder einen Überschlagschutz, damit es nicht drüber geht. Und eben dieser Schreckmoment ist dann ausschlaggebend, warum wir dann froh sind, dass wir ABS haben, weil man sich schreckt und wirklich zuzieht. Ja, ein paar Kleinigkeiten noch vielleicht draufzusetzen, wenn ihr dann selbstständig rausfährt, vielleicht die ein oder anderen Bremsungen schon durchführt, jetzt einfach einmal zu schauen, ob das Ganze funktioniert, wäre sowieso ideal. Und dann euch rantastet und eben speziell dann auf einem Platz noch trainiert, bis zum wirklich zur Notbremsung und einfach auch den ABS-Regelbereich zu bremsen. Dann gibt es ein paar Dinge noch, die ihr vielleicht auch schon draußen oder generell beim Fahren anwenden könnt. Und zwar ist der Blick, ganz oft neigt man bei harten Bremsungen sowieso, dass man, wenn man reinbremst, dass der Blick auch, es geht ja im Endeffekt, die Gabel vorne taucht ein und automatisch taucht dann auch der Blick mit ein. Also sprich, man kippt nach vorne weg. Und dann geht der Blick ungefähr so 2 Meter vor das Vorderrad und das wäre schlecht. Also das wäre durchaus schlecht, weil man einfach überhaupt keine Kontrolle mehr hat, was passiert vorne. Im Speziellen, wenn ein Hindernis auftaucht, wäre sowieso der Blick weg vom Hindernis und wo ist mein Fluchtweg? Wo kann ich hin? Wo kann ich quasi ausweichen? Ganz, ganz wichtig. Bei diesen Bremsungen auch, bei Notbremsungen eben, wie gesagt, man neigt den Blick zu kurz zu schauen und wird dann natürlich etwas stressig. Also deswegen, bei solchen Bremsungen, wenn ihr es probiert, Blick nach vorne. Lasst den Blick vorne und nicht 2-3 Meter vor das Vorderrad. Und hier bin ich schon beim normalen Fahren auf der Straße. Passiert ganz oft, dass ich ganz, ganz zügig unterwegs bin. Was ja okay ist, das ist ja fein und das taugt uns ja allen. Aber das Problem ist, beim Kurvenanbremsen bremst man hart runter, geht auch der Blick zu kurz und man ist im Endeffekt nicht beim Einlenkpunkt, sondern irgendwo, sucht dann wieder den ein, wo ist denn die Kurve oder quasi überrascht einen die Kurve, weil ich dann erst reinschauen muss. Drum, beim Anbremsen habe ich schon meinen nächsten Einlenkpunkt im Auge, sprich, dann bremse ich auch genau dorthin. Wenn ihr da zu kurz schaut, seid ihr nicht on point, sprich, falsch beim Kurveneingang dran und dann vorher unter Umständen mit dem falschen Kurvenspeed in die Kurve rein. Ja, beim Bremsen auch noch dazu, ihr solltet nicht unbedingt jetzt so nach vorn gehen beim Bremsen, sondern wirklich schon stabil oben, vielleicht nicht zu verkrampft, aber stabil oben sitzen bleiben und unter Umständen auch, was ich euch empfehlen würde, Knieschluss, sprich, ich zwicke ein bisschen das Motorrad ein und wenn ihr das macht, auch ein kleiner Tipp noch beim Bergabfahren, also wenn ihr das Motorrad beim Bergabfahren oder beim Anbremsen hier den Druck wegnehmt, habe ich weniger Druck auf dem Lenker, sprich, beim Anbremsen ruhig die Füße ein wenig zusammengeben. Ja, Bremsen, ein wichtiges Thema, ein paar Infos hat es jetzt von mir gegeben, wie gesagt, trainiert es aber doch einige Male mit eurem Bike, um einfach euer Bike und eure Bremsanlage mehr kennenzulernen, auch im Grenzbereich, um einfach mehr Sicherheit zu gewinnen. Kommentiert ruhig und teilt mir ein paar Erfahrungen oder auch Meinungen mit, würde mich freuen. motorchecker.at, Peter mein Name, bis bald, ciao.